Part 2 SimCity 4 Deluxe Edition. Also, warum baut sich der Wohnblock jetzt nicht auf? Interessante Frage. Also, jetzt zeige ich euch erstmal, was wir so gemacht hätten. Also, diese Cheats, wo ich gezeigt habe, also der Whiskey Money, wo ich gesagt habe, den verwende ich nicht. Also, den wollte ich zeigen, aber ich habe das Platz verschmissen, wie bereits im letzten Part gesagt. Ich schaue gerade auch noch, ob ich es nicht zufälligerweise so sehe, aus dem Augenwinkel her. Aber dem ist nicht der Fall. Die Cheats, also der andere Cheat, das You Don't Deserve It, das ist, dass wir halt alle Geschenke haben. Wir können eine Giftmülldeponie machen, Raketenplatz, Bundesgefängnis und so weiter halt. Also gleich mal am Anfang die Steuern ein bisschen, da gebe ich euch gleich einen Tipp. Bei den Steuern ist hier in der Staatsverordnung Glücksspiel legalisieren. Als kleiner Tipp, macht das. Dann könnt ihr dann sofort das Casino machen. Das bringt euch insgesamt 300 in Plus. Ich würde an eurer Stelle dann noch das Bundesgefängnis machen. Ich habe jetzt nicht drauf geschaut, wie viel ein Dis in Plus bringt. Es waren 250. Ein Raketenplatz, also ich würde die nicht so an der Allee bauen und so. Das ist ein bisschen schlecht. Also, und was ich dann noch brauche, was auch dort bei diesem Cheat dabei ist, aber ich tue es jetzt anders herholen. Ich hoffe, das war, nein, das sind die Dinger, nein. Gott, wo war das jetzt noch einmal? Ah ja, da war's. Hier unten. Ein Yachthafen. Für das, was wir vorhaben, brauchen wir den auch. Dann noch eine kleine Bundesstraße zu dem Yachthafen. Und wir müssen noch circa eine Zone machen. Also hier braucht man dann sowieso wieder eine Allee. Ich sag euch, es wird in dieser hier trotzdem ein tierischer Stau herrschen. Das tun wir mal so hinter. Den tun wir so hinter. Das so runter. Das dann auch so runter. Und mal schauen. Haben wir jetzt Glück gehabt? Oh. Eigentlich ja, aber auch eigentlich nein. Wegen dem Stück hier, aber dafür lassen wir uns jetzt mal nicht unterkriegen. Die Leute, also wie gesagt, hier die Leute. Oh, die bauen schon. Wusste ich. Ja, stimmt. Es gibt kleine Arbeitsplätze. Ach. Ja, und der Yachthafen ist ja auch ein Arbeitsplatz. Ach. Egal. Wie dem auch sei. Wir haben jetzt halt hier auf der anderen Seite das, was wir machen wollten. Also, wir tun erstmal. Warte, wo tun wir das am besten hin? Hier ein nicht großes Gebiet hin. Ein durchschnittlich bebautes Gebiet tun wir mal hier hin. Und ein, hoppla, falsch geklickt, und ein ganz kleines stark bebautes Gebiet kommt hier hin. Also das ist jetzt halt alles Industrie hier. Da die Industrie noch keinen Strom hat, machen wir es am besten mal so. Wir bauen circa drei Dinger hier. Ich hoffe, das reicht. Okay, sagen wir einmal vier, damit es auch wirklich reicht. Ja, sorry, ich sag euch gleich, das Spiel hängt ein bisschen. Das habe ich vergessen zu sagen. Ah, der Yachthafen bekommt keinen Strom. Da habe ich gleich eine Lösung. Ein schwach bebautes Gewerbegebiet. Bauen wir da mal hin. So, unterwegs zum Yachthafen ein kleines schwach bebautes, damit ihr auch Geld, Strom, meine ich, bekommt. Und dann noch ein, ja, das hier ist ein stark bebautes und am besten noch ein durchschnittlich bebautes. Das machen wir nicht gerade größer. Dahin und ja, mit den Steuern sieht es zum Beispiel gut aus bis jetzt.
Wir können auch unseren eigenen Sim, wie in Sims zum Beispiel, machen. So, wir haben hier die Auswahl. Ich habe mal hier. Ich bin bei dem Sim jetzt mal ein bisschen eigen. Michael, Trilch, männlich und Sternzeichen Krebs. Das nehmen wir mal ab. Und wir lassen den hier einziehen. Also jetzt gehen wir mal wieder in den Bürgermeistermodus. Schauen mal hier. Nein, das war nicht der Typ. Das war hoppla. Irgendeiner von denen war das doch. Ja, das war schon der Typ. Erholung, das ist egal. Egal, hopp. Ach, lass mal das einmal sein. Ich zeige euch mal kurz, was man im Sim-Modus machen kann. Man kann Leute befragen, wie es denen geht. Oder was ich jetzt zum Beispiel nur machen kann. So rumfahren mit Booten. Schauen wir einmal, ob wir eine Mission erwischen. Ein Schlepper, nein, das benötigt Passagierhaufen. Motorboot. Schauen wir mal, Fischerboot, ja. Hier haben wir es auch schon. Da oben die Steuerung. Aber das wollte ich jetzt mal nur so zeigen. Den Schlepper, nein, den wollte ich auch nicht. Na, da fällt mir ein, was doch fehlt. Das zeige ich dann gleich einmal so. Wir haben hier Kriminalitätsrate, Anzahl der Verbrechen liegt noch bei 0. Noch. Pendelzeit, wir sind gerade mitten in einer Pendelzeit. Ich wüsste gerne, was es ist, ich weiß es nicht. Energie, momentane Nutzung ist wenig, aber wir haben massenweise. Wasser, ja, Wasser haben wir jetzt noch nicht, das machen wir auch gleich. Luftverschmutzung ist vom Anfang her gleich nach oben gestiegen. Das ist von einem Jahr. Hopp, und zack, ist es nach oben geschossen. Jobs. Die Bewerber sind aus verschiedenen Gebieten halt. Die habe ich jetzt, die sind jetzt hier hinten. Ich werde jetzt zum Beispiel mal den wegmachen, zack. Also ich weiß jetzt nicht, was das bedeutet. Die Wasserverschmutzung ist auch gestiegen. Der Müll. Erzeugt der Müll ist nach oben. Das ist schlecht. Bildung. Oh, ein bisschen. Bildung pro Alter. Also alle sind gleich schlau. Bevölkerung nach Alter. Wow. 21 bis 30-Jährige sind ganz viele. Die Lebenserwartung. Oh, eine hohe Lebenserwartung. Noch. Einnahmen, Ausgaben, also die durchschnittlich. Warte mal. Oh, cool. Okay, die Einnahmen sind hoch. Wir haben mehr Einnahmen als Ausgaben. Passt, Gelder. Am Anfang hatten wir echt viel, aber jetzt ist es nach unten gegangen, weil wir ausgegeben haben. Das sind die WHI-Anforderungen. Einige sind sehr zufrieden, einige sind nicht sehr zufrieden. Noch. Tja, die Bürgermeisterbewertung ist gestiegen, liegt auf 20%. Ungefähr, und Verkehrsaufkommen. Ah, Autos sind hoch. Wir haben nur Autos und Fußgänger derzeit. Also das ist auch nicht sehr wichtig, aber jetzt kommt das, was ich machen wollte. Hier, ihr seht das Rote, das ist hohe Feuergefahr. Und das andere ist durchschnittlich noch. Okay, wir brauchen nochmal am besten zwei hier, damit die hier ein bisschen geschützt sind, und da hinten brauchen wir auch am besten zwei. So, Kriminalitätsrate. Hier ist keine Kriminalität. Aber ich sehe, mit dem Part geht's langsam zu Ende. Das ist ein Verbrechen. Also, die Parts werden sowieso immer nur mehr als 10 Minuten. Das wisst ihr ja. Also weniger als 10 Minuten meinte ich, aber... Und ich sag schon mal, bis zum nächsten Part.